Es wird Zeit für eine neue Folge Film News und starten wir mit Matrix 5 und erinnern uns daran, wie das 1999 war, als Matrix in die Kinos kam und die Wachowski-Geschwister die Filmwelt schon ein Stück weit auf den Kopf stellten. Wenn man damals der Geschichte von Neo, dem weißen Kaninchen und tief hinein in den Hasenbau gefolgt ist, war das eine ganz neue Ebene, bezogen darauf, wie wir sie vorher aus Alice im Wunderland kannten. Und sicherlich hat sich jeder und jede von uns schon mal die Frage gestellt, welche Pille würden wir wählen? Die rote oder die blaue? Lieber in einer Simulation leben, in der alles recht komfortabel ist, oder doch die Wahrheit über das echte Leben erfahren und dann dort existieren? Die Matrix-Filme sind ein Stück weit Kult, aber vor allem immer der erste, der in verschiedensten Filmen und Serien zitiert, aufgegriffen bis hin zu persifliert worden ist. Teil 2, 3 und zuletzt im Dezember 2021 Teil 4 mit Resurrections kam beim Publikum immer durchaus gespalten an und auch bei den Kritikern. Und ich persönlich muss sagen, ich konnte beim vierten Teil, also mit dem vierten Teil Resurrections, so gar nichts mehr anfangen. Stellt sich die Frage, braucht man da wirklich einen fünften Teil? Und ja, anscheinend befindet er sich bei Warner Brothers tatsächlich in der Entwicklung. Die Wachowskis werden diesen Film aber nicht mehr inszenieren. Lana Wachowski wird dem Film noch als Produzentin erhalten bleiben, aber das Drehbuch schreiben und die Regie übernehmen wird Drew Goddard. Und das ist keine uninteressante Personalie, denn der kennt sich mit Dystopien und auch Science Fiction schon einigermaßen aus, denn er schrieb die Vorlagen für unter anderem Cloverfield, aber auch Der Marsianer oder inszenierte The Cabin in the Woods. Also keine so uninteressante Personalie. Stellt sich trotzdem grundlegend die Frage, was sagt ihr denn? Braucht es einen fünften Teil zur Matrix-Reihe? Dune Part 3 kommt. Fans konnten bisher hoffen, aber seitens Legendary Pictures und Warner Brothers hieß es ja bisher immer, schauen wir doch mal, wie gut Dune Part 2 an den Kinokassen funktioniert und dann können wir eventuell über einen dritten Teil nachdenken. Regisseur Denis Villeneuve, für den war das immer das große Kindheitstraumerlebnis, einmal Dune auf die große Leinwand bringen zu können, hat einen fulminanten, tollen ersten Teil auf die Kinoleinwände gebracht, der 407 Millionen Dollar weltweit einspielte und der zweite Teil steht jetzt aktuell bei 660 Millionen Dollar. Und da wird noch einiges an Geld dazukommen, denn er läuft ja noch weltweit in den Kinoseen. Ist das Grund genug für Legendary zu sagen, okay, wir geben grünes Licht für einen dritten Teil? Ich finde es ja ein bisschen schade, weil ich hätte mir gewünscht, dass man das Grundwerk von Frank Herbert selbst schon in drei Teile packt, weil wir dann deutlich mehr noch über die Welt der Fremen erfahren hätten und noch tiefer in die Welt des Wüstenplaneten hätten eintauchen können. Aber wie dem auch sei, Denis Villeneuve hat ja immer gesagt, weil es ja noch eine ganze Reihe von Büchern gibt von Frank Herbert, aber auch seine Nachfahren, dass er auf jeden Fall noch Dune Messiah gerne verfilmen würde. Danach wäre er tendenziell eher raus, weil das dann nicht mehr die Welt ist, die ihn hineingezogen hat in dieses Universum. Aber da wäre er auf jeden Fall noch dabei. Und nun hat Legendary grünes Licht gegeben für Dune Part 3. Wieder mit Denis Villeneuve an Bord, sowohl was die Regie angeht, sicherlich auch komplett auf vielen Ebenen wieder involviert sein wird. Stellt sich nun die Frage, wird das sein nächstes Projekt oder gibt es zwischendurch noch ein anderes? Dazu kommen wir aber gleich. Die wichtige, gute und tolle Nachricht: Es geht weiter mit Arrakis, dem Wüstenplaneten und der Welt von Dune. An dieser Stelle möchte ich mich gern beim Partner bzw. Sponsor dieser Folge Film News bedanken und dieses Mal ist es ein Projekt aus Österreich. Denn mir wurde ein ca. 3 Minuten langer Trailer zugespielt und als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das ist ja ein wahnsinniges Production Value für einen deutschsprachigen Raum und trotzdem so viele skurrile Ideen und Einfälle hineingepackt und zusammengeschnitten. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir schauen mal kurz rein, denn das Projekt heißt Am Wörthersee. Wir haben ja gestern über das Unglück mit der MS Felden berichtet. Bis jetzt kann uns noch niemand sagen, wie genau es zu dem plötzlichen Abfall des Wasserspiegels gekommen ist. Bei diesem Tempo ist der See in weniger als einer Woche leer. Wir könnten was davon haben, wenn der See plötzlich austrocknet. Also wirklich zu sagen haben bei uns drei Familien was. Die Rauters, also der Karl, das ist ein überheblicher Bobo-Hotelier. Die Weidlers, der Jörg. Haust als Guru auf seiner Alm. Völlig gagerter Typ, aber tüchtig. Ja, und dann natürlich wir, die Bernix. Hotelier seit Kaiserin Sissi. Immer zuvorkommen, immer freundlich. Cool, Lautsocker.
Ich wette, ich bin nicht der Einzige, der nach diesem kurzen Reinschauen und vor allem, wenn ihr euch den ganzen Trailer anschaut, den wir in der Infobox verlinkt haben, denkt, das sieht irgendwie schräg aus, das sieht abgefahren aus, hat aber ein wahnsinnig großes Production Value, gerade für den deutschsprachigen Raum. Fast schon so kleine Quentin Tarantino-Anleihen vom Look und Stil und dann all diese Dinge, die dort hineingeworfen werden, wo man sich am Ende auch die Frage stellen kann, was genau ist denn das jetzt? Weil am Wörthersee als Projekt weiß man nicht, was ist das genau und wo wird es veröffentlicht, aber vor allem erst einmal, was ist das für eine Geschichte? Anscheinend geht es um einen rachsüchtigen Geologen, der es abgesehen hat, auf die Tourismusclans rund um den Wörthersee und mit gezielten Explosionen versucht, deren Welt zerbröckeln zu lassen. Und ob die das dann so annehmen, wird man sehen, aber das verbirgt sich hinter dem Projekt am Wörthersee. Fans der österreichischen Kinolandschaft sehen natürlich auch, dass sich hier die Creme de la Creme aus Österreich vor der Kamera wiederfindet, aber auch mit unter anderem Alena Gerber deutscher Beteiligung. Und dementsprechend bin ich gespannt, was hinter am Wörthersee steckt. Und vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung. Nächste Woche erfahren wir mehr und damit wechseln wir nun zu folgendem Thema. Und dann machen wir doch mal die Frage auf, welcher der nächste Film von Denis Villeneuve werden wird. Wird das tatsächlich Dune 3 oder aber ein ganz anderer? Nämlich ein Film, der sich ebenfalls mit Atombomben bzw. einem Atombombenangriff und der Reaktion darauf beschäftigt. Da hat man natürlich, weil dieses Thema allgegenwärtig zu sein scheint, so ein wenig Oppenheimer von Christopher Nolan im letzten Jahr im Kopf, der nicht bloß an den Kinokassen weltweit extrem stark funktionierte, sondern auch bei den diesjährigen Oscars abräumte. Geht es hier aber um das Buch 72 Minuten bis zur Vernichtung, Atomkrieg, ein Szenario. Ganz frisch vor gut 2 Wochen erschienen von der Investigativjournalistin und Pulitzer-Preis-Finalistin Annie Jacobson geht es darum, um das Szenario, wie die letzten 72 Minuten aussehen würden in einer Welt, in der es zu einem Atombombenangriff kommt und der Reaktion darauf. Gestützt auf jede Menge Interviews mit Experten aus dem Bereich Zivil- und Militärwesen, die sich mit Strategien und Waffen und Kampftaktiken auskennen, dafür, welche Abläufe dann wie und wann funktionieren würden, ist das wohl ein sehr dystopisches Szenario. Und Legendary Pictures möchte diese Geschichte verfilmen, die sich direkt auch auf der New York Times Bestsellerliste wiedergefunden hat. Ihr könnt die deutsche Version übrigens auch seit einigen Tagen kaufen, in Deutschland dementsprechend. Und Denis Villeneuve soll hier ebenfalls mit an Bord sein. Die Frage ist nur, als Produzent, Autor oder Regisseur oder mehrere dieser Positionen. Und da berichten einige US-Branchenblätter, dass das der nächste Film von Denis Villeneuve werden könnte, denn er selbst hat ja gesagt, er braucht im Dune-Franchise jetzt erstmal ein bisschen Pause von den sehr, sehr strapaziösen Dreharbeiten immer wieder in der Wüste und dass er vielleicht erstmal ein anderes Projekt suche. Andere Branchenblätter sagen wiederum, Dune 3 wird sein nächster Film. Kurzum, Denis Villeneuve wird anscheinend involviert werden in einen Atombombenkriegsfilm und einem sehr aktuellen Stoff und vielleicht wird das sogar sein nächster Film. Reden wir kurz über Joker 2 bzw. Joker Folie à deux, so heißt der Film ja offiziell und wir wissen, dass wir darin Musical-Anleihen wiederfinden werden, denn Lady Gaga übernimmt die Rolle der Harley Quinn und das Ganze ist die Fortsetzung des Milliardenerfolgs und der Oscar-prämierten Performance von Joaquin Phoenix als Arthur Fleck. Ist für Fans sicherlich toll zu wissen, dass uns der erste Trailer zu Joker Folie à deux morgen am 9. April erwartet. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie das Ganze aussieht und ist durch die MPA der Motion Pictures Association gegangen bezüglich der Altersfreigabe und Joker 2 erhält erneut ein R-Rating. Interessant ist, wenn man hier aber auf die Begründung schaut, so gibt es die Darstellung von Sex. Es gibt ganz explizit eine kurze Szene kompletter Nacktheit, den durchgängigen Gebrauch von Schimpfwörtern sowie starke Gewaltdarstellungen, was sich so ein wenig liest, als wäre Teil 2 von Joker etwas freizügiger, aber weniger brutal. Denn bei Teil 1 gab es damals noch die Begründung durchgängige blutige Gewaltdarstellung, dass der Zusatz und verstörendes Verhalten. Das gibt es dann hier nicht so, dass der Film vielleicht bei dem einen oder anderen weniger anecken könnte. Werden wir sehen, zumindest gibt es morgen dann mit dem ersten offiziellen Trailer einen Vorgeschmack auf Joker 2 Folie à deux. Auch bei Disney hat sich in der vergangenen Woche so einiges getan, denn dort fand die Hauptaktionärsversammlung statt und dementsprechend muss man neue Produkte oder Projekte vorstellen, damit man weiß, wohin die Reise so geht und hinter den Kulissen brodelte es ohnehin schon seit Wochen, weil im Grunde es darum geht, welchen Fahrplan, welche Strategie wird man verfolgen. Wird man dem Weg von Bob Iger folgen oder aktivistischen Investoren? Aber Bob Iger konnte den Großteil des Boards für sich überzeugen. Der Aktie tat es erstmal gut, die insgesamt in diesem Jahr schon ein bisschen mehr als 30%
20% im Plus liegt, aber immer noch knapp 50% hinter ihrem Allzeithoch. Aber das eher so ein paar Wirtschaftsfakten. Am Rande präsentierte man das erste Bild von Mufasa, dem Prequel der Welt von Der König der Löwen. Darin sehen wir einen jungen Mufasa, quasi wie einen Simba am Anfang von Der König der Löwen. Und das Ganze werden wir natürlich wieder komplett in diesem sehr realistischen CGI erleben und den Weg, wie er der König der Löwen wird. Dabei wird es dann auch um die Bruderschaft zu Scar gehen und wie Scar zu diesem bösen Außenseiter wird. Es gibt aber auch ein Wiedersehen mit Timon und Pumba und Rafiki und dementsprechend muss ich für mich sagen, weil König der Löwen ist für mich der Film meiner Kindheit. Für mich wahrscheinlich der meistgesehenste Film überhaupt. Ich brauchte ehrlicherweise keinen neuen Film. Was denkt ihr denn darüber? Wie findet ihr diesen ersten kleinen Eindruck in Bildform und habt ihr Lust auf Mufasa? Des Weiteren präsentierte man aber auch ein Bild zu Vaiana 2, der Animationsvariante, nicht der Real-Life-Variante. Darin sehen wir die Hauptfigur Vaiana deutlich gealtert und es gibt auch eine Reihe von neuen Startterminen, zum Beispiel für alle Star Wars-Fans rund um The Mandalorian und Grogu, der soll im Mai 2026 rauskommen, Toy Story im Juni 2026, Toy Story 5 meine ich natürlich, dann Vaiana, der Realfilm mit Dwayne Rock Johnson unter anderem im Juli 2026, dann The Amateur im April 2025 und Tron Ares im Oktober 2025. Ozark Star wird zum Silver Surfer, so zumindest berichten es US-Branchenblätter. Die Rede ist von Julia Garner, die ich persönlich als interessanteste Figur und auch beste Performance in der Serie Ozark auf Netflix empfinde, die ich auch insgesamt als Serie sehr mag und liebe. Rund um Marty Bird, wenn ihr die Geschichte nicht kennt, gebt euch, Ozark hat so viele Emmys abgeräumt und wer diesen blaustichigen Look und das Leben von Betrügereien und Geldwäsche und Casino-Geschäften tief in den Sümpfen irgendwo im Nirgendwo der USA was abgewinnen kann, wird bei Ozark sicherlich Freude haben, ist Julia Garner jetzt anscheinend diejenige, die ins MCU wechselt und Teil vom kommenden Fantastic Four wird. Sie soll nämlich Shala Baal spielen, die Herrscherin über den Planeten Zenla, der hochentwickelt ist, aber auch Opfer des Planetenverschlingers bzw. Weltenfressers werden soll, bis ihr eigener Angetrauter bzw. Geliebter sich als Diener opfert und damit der Silver Surfer wird, eigentlich friedliebend ist und sich im Universum auf der Suche nach Planeten begibt, die quasi verschlungen werden können und damit eine sehr ambivalente und auch traurige Figur ist, soll sie aber zum Silver Surfer werden. Tatsächlich gibt es in der Comicwelt von Marvel einen Weg, in dem das auf der Erde auch stattfindet. Vielleicht sagt sich Marvel auch komplett als Twist, lass uns doch gleich weiblich die Hauptgeschichte einfach nur switchen an dieser Stelle. Ich bin gespannt. Ich finde aber Julia Garner eine richtig spannende Schauspielerin und fände es eigentlich auch nicht schlecht, hier einen weiblichen Silver Surfer zu haben. Kurzum, finde ich eine ziemlich interessante Besetzung, wie auch insgesamt rund um Fantastic Four und bin gespannt, was uns dann da erwarten wird. Eure Meinung dazu nehme ich gerne in den Kommentaren. Und hier noch ein paar Kurzfilm-News zum Abschluss. Anscheinend, so zumindest lauten die Gerüchte, plant Apple aktuell nicht, eine 4-Stunden-Directors-Cut-Version von Napoleon auf Apple TV Plus zu veröffentlichen. So hatte das ja selbst Regisseur Ridley Scott im Vorfeld des Kinostarts angekündigt. Und man merkt vor allem der Kinoversion, die glaube ich um die 2,5 Stunden lang war von Napoleon an, dass die Schere an vielen Punkten angesetzt wurde und einige Dinge viel zu überhastet daherkommen. Und ich schon bei meiner Review sagte, ich würde gern die 4-Stunden-Version sehen, weil ich glaube, dass sich darin der viel bessere Film verbirgt. Ich hoffe also, dass da nicht allzu viel dran ist und Apple seine Meinung noch ändert und wir irgendwann wirklich mal die 4-Stunden-Napoleon-Version bekommen, direkt auf der Streaming-Plattform Apple TV+. Fans von Grey's Anatomy können sich freuen, denn der Sender ABC hat nach nur 3 Episoden der aktuellen 20. Staffel bereits die 21. Staffel bestellt und damit ist Grey's Anatomy die am längsten laufende internationale Krankenhaus- bzw. Arztserie. Emergency Room hatte, glaube ich, um die 16 Staffeln und dementsprechend können hier Fans sich darüber freuen, auch wenn es einen Switch mit dem Hauptfokus rund um die Frage gibt, wer werden die neuen Hauptfiguren im Laufe der Zeit gab, dass sich nach wie vor Grey's Anatomy einer gigantischen Beliebtheit erfreut und sein Ziel Publikum anscheinend immer wieder findet. Die ersten Bilder zu The Bride sind raus und zeigen uns unter anderem Christian Bale als Frankensteins Monster in den 30er Jahren. In dem Film wird er in Chicago herumirren und darum bitten, eine eigene Braut zu bekommen. Und da muss ich sagen, so wie er hier drauf aussieht, finde ich schon mal wahnsinnig cool. Jesse Buckley auch als die Braut nicht uninteressant. Veröffentlicht hat die Bilder unter anderem Maggie Gyllenhaal selbst, die das Drehbuch geschrieben hat, die Regie übernimmt, anscheinend aber nicht selbst vor die Kamera tritt, aber unter anderem noch ihr Mann Peter Sarsgaard mit an Bord ist, was den Cast angeht, Annette Bening oder auch Penelope Cruz, muss ich sagen, spannende Konstellation rund um The Bride. Eigentlich ein Stoff, der zu Universal Pictures gehören würde, aber unter Warner Brothers entwickelt wird. Kinostart 2. Oktober im nächsten Jahr aber erst.
Und David Finchers nächstes Projekt soll einmal mehr bei Netflix stattfinden und dabei eine Herzensangelegenheit, die er schon lange auf dem Schirm hatte. Die Rede ist vom Remake bzw. einer Neuauflage von Der Fremde im Zug und auch relativ nah an der Buchvorlage und der Version von Alfred Hitchcock. Unter anderem soll hier Ben Affleck mit an Bord sein. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Filmnews. Da hat sich doch einiges zusammengefunden, was sich zu berichten lohnt. Und ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.